Yeah. Seitdem ich mich abkapsel, bin ich weg von dem Schlamassel. Zu viel Struggle mit Schwachsinn, weil ich jeden Tag hassel. Komm ich meinem Ziel näher, dass ich greifbar werden möchte, Spuren hinterlassen, nicht einfach sterben. Die beste Entscheidung war, sich von der Sucht zu trennen. Es war kein Fundament, war der Flucht gut kennt. In Rauschzuständen immer nur benebelt auf Alk. Wege durch Regen ohne Segen, Leben war kalt. Ursache und Wirkung, Prinzip der Anziehung, wieder am Tiefpunkt. Viele sehen nur Wald, doch letztes Mal hab ich's als Geschenk betrachtet. Immer wieder erstaunt, was so ein Mensch verkraftet. Durchhalten, weitergehen an der Tagesordnung. Eigene Abgründe untersuchen, die wahre Forschung. Setz mich mit mir auseinander, stöber im Kern. Vor seiner Haustüre, Kern hat immer größeren Wert. Mit dem Blick eines Kindes, das immer das Gute sieht, weiß ich aus Erfahrung, dass in Isolation Ruhe liegt. Durch die Kraft der Musik wachsen Flügel zum Licht. Ich erkenne, dass Schein der Außenwelt trügerisch ist. Mit dem Blick eines Kindes, das immer das Gute sieht, weiß ich aus Erfahrung, dass in Isolation Ruhe liegt. Durch die Kraft der Musik wachsen Flügel zum Licht. Ich erkenne, dass Schein der Außenwelt trügerisch ist. Ich hab keinen Bock auf die Welt und ja, ich bin konsequent. Dicker, an manchen Tagen hab ich nicht mal Bock auf mich selbst. Denn dieser Teufel erhält, wenn er dein Leuchten erhält, dann deine Seele. Irgendwie bin ich der Feind meiner selbst. Leben mein Gottes Geschenk, aber ich hab konsumiert und ließ die finsteren Gedanken da mein nicht kontrollieren. Wollte doch nur begreifen, wohin der Weg gerade geht. Denn keine Droge hittet härter als die Realität. Ich habe fast mein ganzes Leben lang nur Kälte gefühlt und dabei keinen Fick gegeben auf mein Selbstwertgefühl. Doch immer wenn das Sicht des Himmels wieder Herzen berührt, gibt zwar eine Chance sofort, doch es öffnet dir eine Tür. Fragst du dich, wohin sie führt? Ja Mann, das frag ich mich auch. An einen wunderschönen Ort oder an Flammen und Rauch. Es bleibt nur Asche und Staub, wenn jenes Schicksal dich trifft. Ich seh mein inneres Kind, aber weshalb hat es schwarze Augen? Mit dem Blick eines Kindes, das immer das Gute sieht, weiß ich aus Erfahrung, dass in Isolation Ruhe liegt. Durch die Kraft der Musik wachsen Flügel zum Licht. Ich erkenne, dass Schein der Außenwelt trügerisch ist. Mit dem Blick eines Kindes, das immer das Gute sieht, weiß ich aus Erfahrung, dass in Isolation Ruhe liegt. Durch die Kraft der Musik wachsen Flügel zum Licht. Ich erkenne, dass Schein der Außenwelt trügerisch ist.